Einfach spannende Fußballmomente im Ersten. Präsentiert von Ergo. Anpfiff für die Frauennationalmannschaft im Ersten. Präsentiert von Google Pixel. Deutsche Mannschaft bis in die letzte Ader. Ich glaube, wir haben es gesehen bei Alexandra Popp. Motiviert. Das war eine klare Ansage. Und jetzt haben wir die angesprochene Schweige- bzw. Gedenkminute für Franz Beckenbauer und für Andy Brehme. Franz Beckenbauer, der hier einen großen Namen hat in Frankreich. Es war eigentlich nur für Beckenbauer geplant. Dann kam dieser tragische Tod von Andy Brehme noch dazu. Und deshalb jetzt die Gedenkminute für beide. Vielleicht erinnern wir uns noch zu Beckenbauer, der französischer Meister war 1991 mit Olympique Marseille als Trainer. So, jetzt Almut, hast es geschafft hier rauf in den fünften Stock. Freue mich, dass du da bist. Wir sehen die deutsche Mannschaft. Wir haben all das erlebt, gerade mit Alexandra Popp. Da ist was drin, ne? Da ist Feuer drin, da ist Dampf drin. Ja, und sie kann es auch vermitteln. Sie war schon bei Olympia, sie hat Gold geholt. Und ich hoffe, dass dieser Funke auf die ganze Mannschaft überspringt und dass wir es heute in dem Duell sehen. Viel geredet, Hervé Renard, der Trainer der Französinnen, der Weltranglisten 5. Frankreich gegen den 6. Deutschland. Früh vorne drauf gehen, die Französinnen sofort unter Druck setzen, das eigene Spiel durchbringen. Das ist alles das, was wir Ihnen im Vorfeld, ja auch im Vorlauf dieses Spiels schon versucht haben, ein bisschen näher zu bringen. Liebe Zuschauer, das will die deutsche Mannschaft machen. Wie gesagt, nicht sich am Spiel beteiligen, sondern es gestalten. Gut. Erste Aktion per Romagnin. Lea Schüller ist da drin. Ist nicht immer die sicherste Almut, müssen wir dazu sagen gleich mal. Ja, es kommt schon mal vor, dass sie unter der Flanke drunter durchspringt. Sie versucht es immer wieder und sie ist auch mutig, das ist gut. Aber man sollte auch darauf gefasst sein, dass doch mal einer runterfällt. Der Almeida, wie es mal aussieht, hier auf der Außenposition. Das würde bedeuten, Lacra eher zentral, Bokbati und Karchaoui. Ja, Almeida hat in den letzten Spielen schon häufiger die rechte Seite bekleidet, hat er auch 1-2 Tore vorbereitet. Diani. Und das ist das, wo wir aufpassen müssen, auf diese Umschaltmomente, auf die schnellen Französinnen. Denn das ist ja genau das Spiel, was sie haben wollen. Mit einer schnellen Balleroberung, schnell hinter die deutsche Kette kommen. Da muss die deutsche Mannschaft natürlich in jeder Phase dieser Partie hoch oder höchst wachsam sein. Hendrich. Das wollen wir genau nicht sehen. Ballverluste in der eigenen Hälfte, im eigenen Aufbauspiel. Aber Kathi Henrich ist gut dran und holt sich den zurück. Und Kathi Henrich ordnet sich gleich mal als Mittelstürmerin ein. Ein Moment, auf den man natürlich versucht zu warten, auf den man lauert. Denn in der Umschalt, in der Rückwärtsbewegung sind die Franzosen, sind seinen Spielerinnen anfällig. Das weiß er. Da fehlt Renard natürlich als ruhender zentraler Pol hinten in der Viererkette. Mit Linda. Gut.
Freistoß für die deutsche Mannschaft, der Almeida und Alexandra Popp. Das ist ja ihre Aufgabe, Aimo die Bälle festmachen vorne erstmal, dann versuchen zu verteilen schnell. Hat man gut gesehen in der Anfangsphase, wenig Ballkontakte. Ja, Alexandra Popp kann mit ihrer Körperlichkeit da punkten, dass sie die Bälle festmacht und dass sie auch, selbst wenn sie mal einen schlechten Kontakt hat, direkt nachgeht und so noch einen Freistoß rausholt, obwohl ich mich frage, warum? Warum? Aber ich glaube, es war die Aktion vorher, dass sie da schon bei der Ballannahme so gestört wurde. Absolut. Und dann hat das bestimmt Esther Staubli richtig gesehen. Dem Schweizer Röntgenblick. Esther Staubli. Hendrich. Diani gleich mal gedoppelt. Oh, das war stark. Das ist stark von Lissomer. Ja, Giro, Vorsicht. Und Katoto dann natürlich auch mit dabei. Und wir können ganz froh sein, dass Bashar am liebsten mit dem linken Fuß abschließt. Und dann rechts nicht so viel bei rauskam. Aber das sind die genialen Momente von Eugenie Lissomer, worauf man aufpassen muss, dass sie einfach mal trickreich ist, dann ins Tempo geht und den Ball einsetzt für ihre Mitspielerin. Erreicht dann mal eine Körpertäuschung, eine Drehung, eine Bewegung. Nüsken. Partie. Das sind die Bälle, die Bombak. Das ist genau das, was sie sich so zurechtgelegt haben. Hier haben wir es nochmal, diese wunderbare Bewegung von Le Sommer. Das, was du angesprochen hast hier, dass sie halt einen starken und einen nicht ganz so starken Fuß hat. Selma Bascha. Mit Hut. Ja, das hätte man wohl auch pfeifen können. Absolut. Aber wohin mit dem Ball? Bisschen wenig Bewegung. Ja, es wirkt auf beiden Seiten noch etwas fahrig. Es ist noch keine Mannschaft richtig kontrolliert im Spiel. Lacra. Es war gut zugemacht von der deutschen Mannschaft. Auf eine Seite gelenkt, da Überzahl geschaffen und dann reicht auch ein Einwurf für Frankreich. Arbeiten sich da so Meter für Meter nach vorne die Französinnen und dann haben sie es ganz schnell gemacht. Diani, Achtung! Oh! Egal wie, Hauptsache zu Pop in diesem Fall. Ganz cool. Der Almeida ist sofort wieder anspielbar. Der Almeida. Mit dem Tunnel für Oberdorf. Ja. Diani. Aber bei den Einwürfen, da müssen sie aufmerksamer sein. So dicht am 16er muss man das sofort zustellen. Nächstes Beispiel. Also es sind zwei Aktionen jetzt gewesen, die der deutschen Mannschaft da hinten fast in identischer Art und Weise unterlaufen sind. Defensiv problematisch, würde ich mal sagen.
Das kann ja einmal passieren, aber direkt den zweiten Einwurf so hinterher, sollte man jetzt mal aufwachen. Oberdorf. Horst Rubitsch hat gesagt, die Anfangsphase wird entscheidend sein, dass man gleich mal ein Zeichen setzt, dem Spiel seinen Stempel aufdrückt, wie er das so schön formuliert hat. Das ist, sagen wir mal, noch nicht ganz gelungen. Schüller. Gwin Oberdorf. Kaschowi. Duell mit Sven Yahut. Gute Körperlichkeit natürlich von hier, von Sven Yahut. Das war die einzige Möglichkeit, vielleicht noch, wenn Kaschowi auch hochgeht, dann noch an den Ball zu kommen. Aber das ist ein klares Foul. Absolut. Da geht sie in den Rücken. Bock-Partie aus Lyon. Hier gegen die Almeida. Das ist kein Foul. Da ist schon fast vorbei, dann noch mal ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Ja, durch den kleinen Schubser, aber faul war es nicht. Nein. Sind beide in Zweikampf gegangen. Beschäftigung der Torhüterin, die häufig getauscht wurde in der Vergangenheit. Almut, sicherlich auch ein Thema, was wir noch mal unterstreichen müssen, denn die da hinten, die vier haben, oder die fünf mit ihr ins, zusammen mit Perrault Magnin, haben ja auch nicht so häufig zusammen gespielt. In der Konstellation, glaube ich, gar nicht die letzten Spiele. Es war immer mal eine andere Tor drin, es war eine andere Innenverteidigung. Oh. Und der Ball rutscht durch. Kaschowi. Gegen Gwin. Kaschowi. Aus Fromm seitlich hin. Lösermeer. Diani. Wer gedacht hat, die Französinnen, die nehmen das hier als entspanntes Freundschaftsspiel, der sieht sich auch schon getäuscht nach 11 Minuten. Das war aber klar. Also das haben die Französinnen schon im Vorfeld gesagt, sie wollen jetzt mal wieder gegen Deutschland gewinnen. Der Almeida. Sehr auffällig. Oberdorf. Bob. Ja, die Präzision. Ja, Missverständnis. Poppy hat gedacht, Lea Schüller geht in die Tiefe und Lea Schüller wollte den Fuß haben. Aber da waren schon einige im Spiel heute von den Missverständnissen. Phasenweise etwas wild. Gute Flanke von Kaschowi. Und Lösermeer, die da auch einfach mal im Strafraum den Ball ansaugt, so ansaugt und kontrollieren kann. Diani. Der Almeida ist draußen schon wieder parat. Auch hier nur ein, zwei Kontakte, schnelle Spielverlagerung der Französinnen. Gwin. Hendrich. Gwin, sofort im Gegenpressen die Französinnen. Also das ist sehr, sehr schwer, da in einen eigenen geordneten Spielaufbau zu kommen für die deutsche Mannschaft. Gero.
Le Sommer. Gut von Hegering dazwischen. Da kommt Henri deutlich zu spät. Und das war mehr, die zunächst die Möglichkeit hatte, sogar aus dem Halbfeld zu flanken, aber dann auch die spielerische Lösung gesucht hat. Spricht für das Selbstbewusstsein. Ja, die Französinnen strahlen deutlich mehr davon aus. Kombinieren sich auch aus engen Situationen raus. Schöner. Mal ein bisschen fallen lassen jetzt. Oberdorf. Linda. Ups, der ist da durchgerutscht. Perrault Magnin. Völlig unbedrängt und die erste Ecke für die Deutschen. Wie aus dem Nichts. Was haben wir Ihnen vorhin versprochen, liebe Zuschauer? Perrault Magnin, die ist immer für so einen Klops gut. Jetzt haben wir es gesehen. Vielleicht ja noch mal bei der Ecke und das 1-0. Also, so wie ich das gehört habe, ist das Eckentraining gut gelaufen und ich verspreche mir da heute viel von den Standards. Und wenn du was hörst, da ist das Ohr natürlich ganz nah dran. Hopp! Das sah doch schon mal nach einer guten Torannäherung aus. Das sah aus wie so einstudiert. Boah, stark! Und mit was für einer Wucht sie da kommt. Aus vollem Lauf, noch vor die Gegenspielerin, vor Henri. Da hätte ich am liebsten das Tor um 1,5 Meter verschoben. Aber vielleicht beim nächsten. Interessante Variante. Alle standen hinten am hinteren Posten. Sie ist dann vorgesprintet. Also das ist schon einstudiert. Aber das ist fast die perfekte Variante, weil du ja als Abwehrspieler auch den Ball im Auge haben musst. Und was aus deinem Rücken kommt, ist sehr, sehr schwierig mitzukriegen. Und die Stürmerin, in dem Falle Alexandra Popp, hat den Blick auf die Situation. Deswegen super Variante. Haben die Französinnen das erste Mal ein bisschen gewackelt. Und da hat man auch gemerkt, die Renard mit ihren knapp 2 Metern, die fehlt natürlich da hinten. Obwohl die Französinnen bei Standards auch in den letzten Nations League-Spielen gegen Österreich und Norwegen sehr geschwommen haben. Auch als Renard da war. Das ist definitiv eine Chance heute für die deutsche Mannschaft. Da müssen wir erst noch mal ein paar kriegen. Hegering. Linda. Bühl. Das soll sie machen jetzt 1 gegen 1. Das kann sie ja. Der Almeida macht ein Riesenspiel bislang. Sehr, sehr gut drauf. Defensiv aufmerksam, offensiv immer anspielbar. Die macht Meter. Der Almeida. Und der kommt. Los aber. Da kommt die kleine Le Sommer an den Kopfball. Ja. Gut. Oberdorf. Hegering. Ja, nach vorne spielen. Das ist die Welle nach hinten, die sieht er gar nicht gerne aus. Rubesch steht auch schon unten jetzt. Fordert ein bisschen mehr Bewegung, habe ich das Gefühl. Er möchte am liebsten, dass von einer Seite über die Mitte auf die andere Seite gespielt wird. Und das unterbinden die Französinnen durch ihr 4-3-3 bzw. auch 4-4-2 defensiv sehr gut. Sie nehmen die Mitte zu. Bühl. Gegen der Almeida. Bühl macht sie gut. Das war genau dieses 1 gegen 1, was wir ja schon gerne vorher mal von ihr gesehen hätten, von Clara Bühl. Gute Aktion. Der Almeida defensiv ausgespielt, offensiv auf der anderen Seite sehr aktiv. Ja,
Noch einmal dieses Kopfballduell Le Sommer gegen Julia Quinn. Da gibt es noch eine kleine Diskussion von der Schiedsrichterin, was erlaubt ist und was nicht. Im Zweikampf von Quinn, Piromagnin und Mbok. Und da steht das kleine deutsche Rudel und Alexandra Popp ist schon wieder auf dem Weg nach vorne. Also diese Standards haben wir es, Almut. Ja, die wurden auch definitiv trainiert. Und das kann eine Waffe werden. Gehalten von Schüller. Aber vorhin vom Lieblingsgegner gesprochen haben. 22 Spiele Deutschland gegen Frankreich, 13 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen. Das sind mal so die statistischen Rahmenbedingungen hier bei großen Turnieren. Die deutsche Mannschaft immer sich durchgesetzt gegen Frankreich. Also immer, wenn es drauf ankam, hat das deutsche Team, du weißt es selbst am besten, Almut, gewonnen. Ja, die Französinnen galten schon oft als Favorit auf den Titel, aber sie haben es tatsächlich nie umsetzen können. Immer wenn es in die K.O.-Spiele ging, dann hat ihnen die beste Vorrunde, eine lupenreine Vorrunde, ohne Punktverlust nicht geholfen. Aber das könnte heute ihr Vorteil sein. Für sie geht es zwar nur um die Nations League, aber nicht um die Olympia-Quali. Sie können befreit aufspielen. Deswegen waren sie eventuell in den ersten Minuten auch besser im Spiel als die Deutschen. Dero. Kershawi. Oberdorf. Gut, die versucht mal Julia Quinn mitzunehmen, die auch ein paar Meter nach vorne machen soll. Vier schnelle Außen ja bei der deutschen Mannschaft, vier auch technisch gute Außenspielerinnen. Gute Flankengeberin. Diane Le Sommer. Ja, da hat Alexander Popp noch das Beste rausgeholt. Ein Einwurf, keine Anspielstation sonst da gewesen. Sehr klar in der Ansprache, habe ich Ihnen vorhin schon gesagt, liebe Zuschauer, Horst Rubesch, der auch gar nicht viel von großen Heimlichkeiten oder Geheimniskrämereien hält, der gesagt hat, wir haben hier von Anfang an mit offenen Karten gespielt, alles auf den Tisch gelegt. Wir haben uns hier nicht zu verstecken. Wir haben auch nichts zu verstecken. Mannschaften kennen sich ja sowieso in- und auswendig. Warum soll ich da ein großes Theater drum machen? Erfrischend, offen und unkompliziert. Le Sommer. Also die linke defensive Seite, da muss Deutschland ein paar Prozent zulegen. Bühl orientiert sich auch ein bisschen weiter nach hinten jetzt. Versucht, glaube ich, da Linda etwas zu helfen gegen De Almeida. Hegering ist zur Auswahl der Torschützin des Torschützen des Monats übrigens. Da ist sie in der Verlosung drin, Marina Hegering. Können wir Ihnen noch sagen, können Sie bis morgen noch abstimmen? Hast du sicher schon gemacht, Almut? Klar. Ist auch ein schönes Ding gewesen. Ein ordentlicher Knaller, ja, gegen die SGS Essen. Sportschau.de abstimmen. Oh! Leichtes Missverständnis, Frohms Hegering. Wahrscheinlich wollte Merle Frohms auch gerade noch abstimmen. Aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dazu. Das macht man vor oder nach dem Spiel für die Teamkollegin. Bis morgen können Sie das noch machen. Le Sommer. Oh, da sind sie da zu dritt unterwegs, die Französinnen.
Es ist ein krasses Missverständnis gewesen. Wieder hinter der Kette, wieder Le Sommer, wieder über die linke deutsche Seite. Und dann sind sie zu dritt da irgendwie. Ja, aber leider auch nicht komplett zugeteilt. Und Bascha ist da an sich frei, weiß nur nicht, wie sie zum Ball gehen soll. Glück für die deutsche Mannschaft. Laufweg von Lea Schüller. Ja, wenn sie da vorbeikommt, wollte ich gerade sagen, ist sie vorbei. An Lacra. Bühl. Klein bisschen zu lang. Wind. Nüsken gegen Henri. Schüller. Ja, glaubt, er hat den Ball gespielt. Zirke Nüsken gegen Henri. Amandine Henri liegt da am Boden. 7 Grad hier. Ist relativ kühl in Lyon. Kurze Unterbrechung, apropos Temperaturen, ab 9.30 Uhr, liebe Zuschauer, morgen Wintersport im Ersten. Ganz viel Wintersport, sehr, sehr spektakulär, was wir da morgen alles erleben werden, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Ab 9.30 Uhr, dann alles live im Ersten. Schauen Sie, die sind auch schon so gekleidet, ne, Almut? Ja, aber das ist auch Wendy Renner, die ja guckt zu. Genau. Scheint, ist das Spiel noch nicht so erwärmt. Schon Wintersport im Ersten mäßig gekleidet, Randy Renner. Oberdorf auf Bühl. Kaschaui gut gemacht, gut eingerückt. Lösser mehr. Gut von Regering dazwischen. Vor einen Gegenspieler gekommen, im richtigen Moment. Mitte der ersten Halbzeit. Ich glaube, wir können sagen, die deutsche Mannschaft hat sich jetzt gefangen in den letzten 10 Minuten. Almut ist ein bisschen stabiler, bisschen selbstbewusster auch im Spiel nach vorne. Das Ganze teilweise auch etwas beruhigt, nachdem es am Anfang ja fahrig, fast wild war. Siehst du es auch so? Ja, definitiv haben sie einen Schritt nach vorne gemacht, aber ich würde mir noch einen Schritt mehr wünschen. Aber man sieht es, dass sie defensiv gleich mit 4 Leuten hier auf die Seite kommen, dass sie da nichts mehr zulassen wollen. Vielleicht gibt es jetzt da eine neue Absprache. Laula hier, also es ist eine sehr laute, sehr euphorische Stimmung hier auch im Stadion. Horst Rubel schon an der Seitenlinie hat gesagt, wir freuen uns drauf. Auf die vielen Zuschauer, auf die Begeisterung, auf den Lärm. Regering. Gibt es bessere Lösungen? Auch da Missverständnis. Pop Nüsken. Henri. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die linke deutsche Defensivhälfte haben sie als Schwachpunkt ausgemacht, die Französinnen. Weil fast alles über links geht. Ja, es ging einfach die ersten Male gut, weil sie mit Tempo kamen und jetzt haben sie sich vielleicht daran gewöhnt. Eigentlich ist die linke Seite der Französin auch super stark besetzt mit viel Tempo. Und die Deutschen hatten auch am Anfang in ihrer defensiven linken Seite Abstimmungsprobleme. Aber jetzt die letzten
zwei, drei Angriffe haben sie unterbunden und das geht hoffentlich genauso weiter. Clara Bühl, Nationalspielerin des Jahres 2023, Kathi Hendrich. Green. Linda Bühl. 1 gegen 1. Nochmal versuchen gegen der Almeida. Bühl. Ecke hätte sie gerne mitgenommen. Gut von Hegering. Bühl Almeida. Bühl gegen Almeida. Und nochmal. Und. Das war der dritte, vierte Versuch jetzt von Clara Bühl gegen der Almeida. Sehr gut gelöst. Ja. Hat dann den richtigen Zeitpunkt gefunden, wo sie vorbei war, um mit dem linken Fuß dann abzuschließen. Noch ein kleines mehr, bisschen mehr Präzision, dass er aufs Tor kommt oder auch aus der Entfernung. Gerne mal einer, ein Abpraller sozusagen von der Torhüterin in die Mitte springen kann, um dann einzuschieben. Du bist aber auch kritisch. Ja, ich habe einfach heute so dieses Gefühl, dass es auf die letzten 3-4% ankommt, um das Spiel zu gewinnen. Und deswegen ist das so ein bisschen mein Wunsch, dass diese 3-4% noch kommen. Es sind Kleinigkeiten, ne? Also wenn so ein Ball aufs Tor kommt, kann das entscheidend sein, um eine Ecke zu kriegen oder halt den zweiten Ball aufs Tor zu schießen. Kann Ihnen das sagen, liebe Zuschauer, seit heute früh, seit dem Frühstück, ist Almut Schuld hochgradig begeistert von dieser Partie, ohne eine Sekunde gesehen zu haben, weil sie schon wusste, wie es wird. Und jetzt natürlich auch darauf hofft, dass es genauso kommt, wie sie es uns vorhergesagt hat. Was sie gesagt hat, verrate ich aber erst nach dem Spiel. Ist ja fast langweilig. Hendrich. Mit Oberdorf. Mit Hegering. Das ist Wolfsburger Bermuda-Dreieck hier. Quinn. Nüsken. Genau, durchlassen auf die andere Seite. Ach, jetzt. Oh, jetzt ist sie durch. Jetzt ist sie durch. Sarah Linda. Oh, da ist aber viel Körperkontakt dabei. Oh, das ist doch aber eine Ecke. Die Idee war gut. So, jetzt schauen wir noch mal hier. Oh. Was ist denn da? Das ist eine Ecke. Ecke. Also Ecke. Ecke hätte ich gerne gehabt. Du auch. Ja. Sind wir uns schon mal einig. Man hat von hier oben schon gesehen, dass Sarah Linda durch den Kontakt am Ball vorbeigetreten hat. Und die ja nie den klärt. Aber so kann es gehen. Es war jetzt auch von der einen Seite der Seitenwechsel. Französin weit eingerückt. Und dann kann mit der zweiten außen. Kann was passieren. Spiel verlagert sich in den letzten paar Minuten mehr Richtung Tor der Französinnen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja, die Deutschen haben jetzt viel mehr Stabilität in ihren Aktionen, sowohl offensiv als auch defensiv. Halbe Stunde vorbei. Und sie bleiben Ecke. Bei ihrer Variante. Also dritte Ecke und immer noch das gleiche Muster. Quinn. Hegering liegt am Boden zunächst mal. Schauen wir mal, was da passiert ist. Hier Hegering. Oh ja, aufgelaufen. Kriegt die Faust von Manja ins Gesicht. Manja. Natürlich nicht mit Absicht, hat sie nicht kommen sehen, aber da läuft sie komplett rein. Oh, unten gegen das Kinn, Kopf schlägt richtig zurück. Das sieht nicht gut aus.
Kopf auf Kopf, das wissen wir seit vielen Jahren, das geht einfach nicht. Und deswegen ist es eine schmerzhafte Geschichte. Interessant, weil wir hier gerade RW Renard sehen, der wollte sich eigentlich ausleihen lassen. Auch das gibt es mittlerweile für den Afrika Cup. Er hatte ein Angebot der Elfenbeinküste, dass er die mal kurz betreut während des Afrika Cups. Das hat so ein ganz klein bisschen für Unruhe gesorgt. Ist ungewöhnlich, diese Aktion. Wenn der französische Nationaltrainer der Frauen dann sagt, könnt ihr mich mal kurz freistellen für ein paar Wochen. Ich würde gerne die Elfenbeinküste trainieren während des Afrika Cups. Ja, vollkommen ungewöhnlich, habe ich noch nie so gehört, dass das in der Welt des Fußballs vorgekommen ist. Also aus seiner Nationaltrainerfunktion mal kurz zu einer anderen Nation rüber zu wechseln, um ein Turnier zu spielen oder zu gewinnen. Und natürlich hat das auch ein bisschen Unmut geschürt bei den Französinnen, aber so wie sie gesagt haben, ist das ausgestanden. Sie haben sich da ausgesprochen. Alle haben sich wieder lieb, man hat sich geeinigt und... Es gab sogar welche, die gesagt haben, Mensch, es ist doch toll, wenn unser Trainer so begehrt ist, dass er bei anderen Nationen sogar noch aushelfen soll, während wir eine Spielpause haben. Also es ist schon... Man kann alles positiv sehen. Nehmen es mal auch so mit, dass er begehrt ist und ein guter Trainer. Ja. Verrückt. Horst Rubisch hat ja auch eine Doppelfunktion. Ja, bloß nicht zweimal Trainer. Ja. Aber wir haben ihn auch ausgedient, ja. So ist es. Rent a National Coach. Das ist das neue Motto. Eugenie Le Sommer. Da kommt Lena Oberdorf. Ja. Körpereinsatz. Sie aufgeprallt auf Lena Oberdorf. Das möchte man ja auch nicht unbedingt. Nein. Lena Oberdorf hat schon eine ganz schöne Körperlichkeit und Kraft. Und Le Sommer hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet. Sie hat Richtung Ball geguckt und dann tut es noch mal umso mehr weh. Dann wird zwar kurz dunkel. So, alle wieder da. Marina Hegering. Lacker. De Almeida. Oberdorf gegen zwei. Le Sommer auch wieder wach. Le Sommer. Le Sommer. Henri gegen Svenja Huth. Ja, ist egal, ob sich die deutsche oder die französische Mannschaft, wenn man sich mal so in der Nähe des gegnerischen Strafraums so fast rein verbissen hat, Almut, dann tun sich beide Mannschaften im Defensivspiel schwer. Oder? Ja. Gibt immer so Phasen, ne, wo zwei, drei Szenen hintereinander sind auf einmal. Aber das war jetzt zum Beispiel die Klasse von Le Sommer. Vorhin war es auch auf Clara Bühl mit ihrer individuellen Klasse. Und jetzt ist es vielleicht Lea Schüller. Jetzt ist es vielleicht Lea Schüller. Schade. Super aufgepasst hinten, Bockpartie. Aber die Idee war gut. Die Idee war sehr, sehr gut, durch die Schnittstelle da zu kommen. War ein super Ball. Gero. 4 gegen 4. Pascha. Nüsken.
Wenn sie so einen Ball mal rauskriegen würde, ne, auf die rechte Seite, dann wäre mal ein bisschen Platz für Sven Yahut gewesen. Sjoke Nüsken, so ist der Ball schon wieder bei Lösomir auf der anderen Seite. Da soll er eigentlich nicht hin. Ja, jetzt haben die Französinnen gerade wieder Drangphase. Partie. De Almeida. Diani. Henri. Attention à l'équilibre! Amandine! So, jetzt haben sie die Kaschaui auch mal wieder draußen mit ins Spiel genommen. Da gibt's die erste gelbe Karte. Jawohl. Sven Yahut, Sie sehen es, Trauerflor bei der deutschen Mannschaft. Nochmal für diejenigen unter Ihnen, die später dazugekommen sind. Es gab ja auch die Gedenkminute hier für Franz Beckenbauer, für Andi Brehme. Und apropos Andi Brehme, tschüss Andi Brehme, super Doku. Können Sie bei uns sehen in der ARD-Mediathek, lege ich Ihnen sehr ans Herz. Sehr emotional und sehr schön anzuschauen. Fünf Minuten noch. Oh, Diani! Tor! Da ist er durch! Da ist er durch von Diani! Alle konzentrieren sich auf der Almeida und dann ist Diani da und schießt das Tor. Fünf Minuten vor der Pause, Frankreich 1 und die deutsche Mannschaft bleibt bei 0. Das sollte nicht passieren, Almut. Ja, gerade beim Kopfball waren vier deutsche Spielerinnen und dadurch hat dann jemand im Rückraum gefehlt, um den zweiten Ball zu erobern oder den Ball dann zu blocken. Und das ist ein super Abschluss. Grandios genommen von Diani. Ja, und deswegen auch keine Chance für Merle Fomes. Absolut, die geht all in bei dem Schuss. Und macht alles richtig. Das wollte er nun unter allen Umständen vermeiden, hier in Rückstand zu geraten gegen diese spielstarken und schnellen Französinnen. Jetzt muss die deutsche Mannschaft nach vorne noch mehr tun, muss vielleicht dann irgendwann mal noch mehr aufmachen und bietet dadurch noch mehr Möglichkeiten, in die gefährlichen Räume zu kommen für die Französinnen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen der Türöffner, weil sie jetzt müssen, nach vorne denken müssen, dass die deutsche Mannschaft dadurch in den Spielfluss kommt. Ich habe immer noch die Hoffnung. Du hast immer noch das gute Gefühl seit dem Frühstück heute. Es bleibt dabei. Du bist keinen Zentimeter weg von deiner Linie. Oberdorf. Hegering, Hendrich. Oh, hier musst du pfeifen. Ja, das ist ein sehr harter Zweikampf. Aber das ist ein Freistoß, ganz klar. Pop spielt den Ball. Ja, und dann bekommt sie ihn mit von Diani. Und das wäre eine gute Position gewesen. Flanken aus dem Spiel heraus, aus dem Halbfeld heraus für Pop bislang noch gar nicht gesehen. Das haben wir noch nicht erlebt
in den ersten 43 Minuten jetzt. Also die hängt da nicht nur jetzt rein optisch, so ein bisschen in den Seilen. Ja, das Spiel, was sie eigentlich spielen wollten, haben wir noch nicht gesehen. Jetzt schalten sich die Französinnen gegenseitig aus. Er hat sich für Sjoke Nüsken entschieden, Horst Rubisch, und damit gegen Sara Debritz, weil er gesagt hat, sie kommt unserem Spiel, wenn wir das Tor noch mal sehen, einfach momentan etwas besser entgegen mit ihrer Passsicherheit, mit ihrer Passgenauigkeit. Sind bislang noch nicht alle Erwartungen erfüllt worden, würde ich mal sagen. Zwei Chancen für ihn, zwei Matchbälle, wir haben mehrfach drüber gesprochen. Die deutsche Mannschaft muss eines dieser beiden Spiele, entweder das heute oder das Spiel um Platz 3 gewinnen, um bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Frankreich, wie gesagt, als Ausrichter. Automatisch qualifiziert. Le Sommer, Diani, da kommt sie schon wieder. Und nächste Szene. Pascha. Es ist wieder die linke deutsche Abwehrseite. Sehr, sehr auffällig. Diani, der Almeida, Pascha auch, die mal wieder einrückt. Le Sommer, die ankurbelt. Henri, die hinten den Laden zusammenhält. Die Strategin im defensiven Mittelfeld. Also das passt alles ganz gut zusammen bei den Französinnen. Nüsken. Machen gerade so ein bisschen das Seepferdchen da hinten. Ne? Ich hoffe, dass sie dann jetzt bald zum Freischwimmer kommen und da wieder die Stabilität von Mitte der ersten Halbzeit zurückkehrt. 3 Minuten Nachspielzeit. Selma Pascha. Standardsituation aufgepasst, Pop hinten. Lösermeer mit sehr viel Einsatz. Der Almeida ist immer dabei. Ja, ist die auffälligste Spielerin hier in der ersten Halbzeit. Wenn Sie einen ganz laut da unten reinrufen hören, liebe Zuschauer, über die Außenmikrofone, das ist in der Regel Hervé Renard. Sie haben es ja in der Vorberichterstattung schon mitbekommen. Der kann auch laut werden. Sehr laut sogar. Ungemütlich laut. Hindrich. Jetzt läuft Giorgio mal vorne mit an. Lösermeer wieder dazwischen. Das ist ganz gefährlich. Dann sind sie blitzschnell da. Achtung, Elfmeter. Es war klar. Es war mit Ansage eigentlich, ne? Esther Staubli steht daneben, hat sich sofort festgelegt. Das war auch, schätze ich, ein Elfmeter. Sehen wir sicher gleich noch mal in der Wiederholung. Da kam Lena Oberdorf leider ein Tuck zu spät. Jetzt wird schwer. Ja, hier die Ballverluste, die tun weh. Ja. Da gibt es keine Diskussion.
Hegering vorbei. Und sie ist so schnell, erneut Gioro, da ist keine Chance, hier noch an den Ball zu kommen. Dritte Minute der Nachspielzeit. Elfmeter für Frankreich, Lena Oberdorf, gelb haben wir erwähnt. Das ist nebensächlich. Aktuell. Frankreich und Elfmeter, Almut ist auch so ein eigenes Thema, aber eher im Elfmeterschießen. Ja, so aus dem Spiel heraus haben sie doch ein, zwei Schützen, die das sehr gut können. Das ist eine Sakine Kershaoui. Hat lange hier gespielt bei Olympique Lyon. Gegen Merle, Frops! Ist drin. 2:0. Für die Französinnen Sakina Kershaoui. Merle Froms ist dran. Hervé Renard guckt, als wenn es 0:4 stehen würde. Und dennoch führt seine Mannschaft hier mit 2:0. Schade. Hatte die Hand nahezu komplett dran. Mit ein bisschen mehr Spielglück geht er raus. Und man sieht es auch an ihrer Reaktion, wie sie sich ärgert. 2:0 ist schon ein ganz schönes Brett. Jetzt zur Halbzeit. Aber trotzdem hat Alexandra Popp gleich vorne im Anschlusskreis wieder die Gestik. Weiter geht's, weiter geht's. Und daran müssen sie auch glauben. Die müssen sich jetzt in der Halbzeitpause zusammenraufen, müssen einen Plan entwickeln, wie sie da den Spieß umdrehen. Und vor allen Dingen, wie sie aus diesem Schockmoment, das ist ja, wir wissen das ja alle, ein unglücklicher Moment kurz vor der Pause, wieder zusammenfinden, wie sie sich aufrappeln. 0:2 aus Sicht der deutschen Fußballnationalmannschaft hier gegen Frankreich zur Pause. Gleich geht's weiter mit der Frauennationalmannschaft im Ersten, präsentiert von Google Pixel. Einfach spannende Fußballmomente im Ersten, präsentiert von ERGO. So, liebe Zuschauer, das war's zunächst von hier. Wir machen jetzt erstmal schnell weiter mit den Tagesthemen. Fußballzeit ist. Zeit. Auch hinter der Bande und selbst am Grill. Denn nur zusammen können wir das Feuer entfachen, das den Fußball ausmacht. Und wenn es mal nicht so läuft, stehen wir auch gemeinsam wieder auf. Weil wir nur dann wirklich wachsen können und gemeinsam auf und neben dem Platz erfolgreich sind. Fußballzeit ist die beste Zeit, weil sie unser ganzes Leben prägt. Deutscher Fußballbund. Engagiere dich in deinem Verein. Denn nur gemeinsam wird Fußballzeit zur besten. Hier lebe ich in den Alpen. Sie sind einzigartig. Und waren schon oft Austragungsort Olympischer Spiele. Felix Neureuther geht der Frage nach: Wie viel Olympia vertragen die Alpen noch? Denn für die Winterspiele 2026 wird kräftig gebaut. Aber das ist ja Wahnsinn. Der Beton ist das Schlimmste, was wir tun können. Dabei sollten sie die nachhaltigsten aller Spiele werden. Es war ein Versprechen, aber wird nicht daran gehalten. Das Spiel mit den Alpen und Hart aber fair. Zwei Sendungen, ein Thema. Montagabend im Ersten. Diese Stadt hier, Varanasi, ist für mich die krasseste Stadt Indiens. Es ist hektisch, laut, es herrscht Chaos auf den Straßen und genau hier wollen Millionen von Menschen sterben. Ich habe gelernt, dass die Menschen hier ein ganz anderes, ein viel positiveres Verhältnis zum Tod haben. Und ich habe gelernt, dass der Tod einfach zum Leben dazugehört. Varanasi, Montag, 22.50 Uhr im Ersten. Guten Abend zu den Tagesthemen. Das Frühjahr kommt und damit die teilweise Legalisierung von Cannabis für den Privatgebrauch. Ab dem 1. April dürfen Erwachsene die Droge in begrenzten Mengen besitzen und anbauen.
hat der Bundestag beschlossen. Dass damit nun die jahrzehntelange Debatte um das Für und Wider der Freigabe beendet ist, unwahrscheinlich. An der Cannabispflanze scheiden sich die Geister. Ob die nun vernebelt sind oder nicht. Demian von Osten. So könnte es in diesen Hallen bei Anklam in Mecklenburg-Vorpommern bald aussehen. Eine Firma bereitet den Anbau von Cannabispflanzen vor. Sie will damit Cannabis-Clubs beliefern, die nach dem neuen Gesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach bald möglich sein sollen. Damit solle der Schwarzmarkt bekämpft werden, sagt Lauterbach im Bundestag. Die Suchtforscher geben uns mit auf den Weg. Das ist der Weg, der funktioniert. Weg von der Bestrafung, weg von der Tabuisierung. Ab April sollen Volljährige die Droge Cannabis unter bestimmten Auflagen für den Eigenbedarf nutzen dürfen. Erlaubt sind der Besitz von 25 Gramm in der Öffentlichkeit und von 50 Gramm Cannabis zu Hause. Dort dürfen auch 3 Pflanzen angebaut werden. Wir geben das Hanf frei und stärken so den Gesundheits- und Jugendschutz. Doch das sieht die Opposition anders. CDU und CSU nennen das Gesetz ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität und finden es ideologisch. Sie behaupten hier allen Ernstes als Bundesgesundheitsminister, als Minister, der für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, dass wir mit der Legalisierung weiterer Drogen den Konsum bei Kindern und Jugendlichen eindämmen werden. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Kritik kommt auch aus einigen Bundesländern. Sie könnten über den Bundesrat den Starttermin des Gesetzes Anfang April noch einmal verzögern. Die Polizisten werden auf der Straße sein und feststellen müssen, ist das legaler Handel, ist das illegaler Handel, haben die 3 Gramm zu viel angebaut, haben die noch eine Oma zu Hause, die auch noch anbauen durfte. Ich sage, ich habe keine Lust, meine Polizisten mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Die Debatte um die Cannabis-Legalisierung. Auch nach der Abstimmung heute im Bundestag dürfte sie weiter für Konfliktstoff sorgen. Das Bundesverfassungsgericht, besser vor Einflussnahme durch politisch extreme und demokratiefeindliche Parteien zu schützen, das schlagen seit längerem Verfassungsrechtler vor. Die Ampelfraktionen wollen dies nun umsetzen. Allerdings müsste man dazu Änderungen im Grundgesetz vornehmen. Und dafür wiederum bräuchte es auch die Stimmen der Union. Nur die sieht vorerst keinen Handlungsbedarf. Jedenfalls lässt sich die Union nicht weiter auf Gespräche ein. Claudia Kornmeier in Berlin. Claudia, Hunderttausende gehen auf die Straßen, um für eine wehrhafte Demokratie zu kämpfen. Jetzt dieser politische Vorstoß. Warum macht die Union doch nicht mit? Die Unionsfraktion sagt, dass es auch Nachteile haben könnte, bestimmte Regeln über das Bundesverfassungsgericht jetzt noch ins Grundgesetz aufzunehmen. Und sie nennt da als Beispiel immer die sogenannte Sperrminorität. Da geht es um die Wahl der Verfassungsrichter. Da braucht man auch heute schon eine Zweidrittelmehrheit, um sicherzustellen, dass auch eine gesellschaftlich breite Mehrheit hinter den Richtern steht. Und da ist jetzt der Vorschlag, das ins Grundgesetz reinzuschreiben, damit man das so leicht nicht mehr ändern kann. Und das hätte in der Tat auch zur Folge, dass wenn eine Fraktion im Bundestag über ein Drittel der Sitze hat, diese Fraktion dann die Wahl eines Richters blockieren könnte. Und das hält die Unionsfraktion für zu riskant, auch wenn es durchaus Vorschläge gibt, wie man so eine Blockade auflösen könnte. Claudia, wie fallen jetzt wiederum die Reaktionen aus bei den Vertretern der Ampelfraktion? Also Innenministerin Faeser, die hält es anders als die Union für zwingend notwendig, jetzt da dran zu gehen und eine Grundgesetzänderung anzugehen. Sie verweist dabei immer auf Polen. Dort hat es ja Versuche gegeben, das Verfassungsgericht als Kontrollorgan auszuschalten. Jetzt ist es im Moment nicht so, dass es wahrscheinlich ist, dass autokratische Parteien eine Mehrheit haben werden im Bundestag. Der Bundesjustizminister ist deswegen etwas zurückhaltender, was die Dringlichkeit angeht, sagt aber auch, dass es doch klug sei, jetzt, wo es noch möglich ist, diese Dinge anzugehen und es nicht einfach liegen zu lassen. Claudia Kornmeier, vielen Dank nach Berlin. Dankeschön. Der Mond hat Besuch von der Erde. Die Odysseus, die Raumsonde eines privaten US-Unternehmens, setzte vergangene Nacht auf, allerdings ohne Erdenbürger an Bord. Es gibt ja nicht so oft Gäste da oben. Bislang schafften es nur 5 Länder anzukommen. Die USA, die UdSSR, China, Indien und Japan. Wobei es nur den Amerikanern gelang, mit den Raumschiffen auch Menschen auf den Mond zu schießen. Nun also der Erfolg ganz im Süden. Die Wissenschaft wird's freuen. Gibt es doch vage Pläne, vom Mond aus einmal Richtung Mars zu starten. Torben Burgers. So soll die erste kommerzielle Mondlandung der Raumfahrtgeschichte ausgesehen haben.
Um 0.23 Uhr deutscher Zeit setzt die unbemannte Landefähre Odysseus in einem Krater am Südpol des Erdtrabanten auf. Jubel im 400.000 Kilometer entfernten Kontrollzentrum. Welcome to the moon. What a triumph. Was für ein Triumph. Odysseus hat den Mond erobert. Diese Leistung ist ein großer Schritt für die gesamte Menschheit. Odysseus ist so groß wie eine Telefonzelle. An Bord der Mondsonde befinden sich unter anderem Forschungsgeräte der NASA und 125 Miniaturskulpturen des US-Künstlers Jeff Koons. Ignition. Gestartet war Odysseus vor gut einer Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral mit Hilfe einer Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Die NASA fördert Mondmissionen von Privatunternehmen finanziell, um diese später als Dienstleister für Frachtflüge nutzen zu können. Das Fernziel, den Mond als Zwischenstation für bemannte Flüge zum Mars zu rüsten. Sie bauen die Landefähre, sie entwerfen ihre Mission, sie richten ihre Kommunikation ein. Wir sind eigentlich nur der zahlende Kunde, so als ob wir ein Paket zu jemandem nach Hause schicken würden. Um die Landung am Südpol des Mondes ist ein globaler Wettlauf entbrannt, weil sein Eis für die Produktion von Trinkwasser und Raketentreibstoff genutzt werden könnte. Die USA wollen in 2 Jahren wieder Menschen hierher schicken, China 4 Jahre später. Und damit zurück auf unseren Planeten, wo es morgen hierzulande im Norden einige Schauer gibt, während im Südosten oft die Sonne scheint, bei 7 bis 12 Grad. Einen schönen Abend noch und damit flugs zurück zum Fußball. Es ist bislang ein französischer Abend in diesem Stadion hier in Lyon. 2:0 führt Frankreich gegen Deutschland im Halbfinale der Nations League bei den Frauen. Und Almut, muss man im Moment sagen, individuelle Klasse der Französin im Moment klar im Vorteil? Ja, man sieht es in der Offensive der Französin deutlich, dass sie die spielerischen Elemente haben, um sich durchzusetzen, um sich Chancen zu erarbeiten. Gerade ihre rechte Seite ist stark und auch darüber haben sie die meisten Chancen kreiert. Ja. Wir haben 2 Klasse-Tore gesehen, schauen aber auf die erste Szene der deutschen Mannschaft. Und wir haben vorher viel darüber gesprochen, über die Kopfbälle. Wir haben 2 Kopfballspielerinnen vorne drin mit Schüller und Popp. Und da sehen wir eine der einstudierten Ecken, wo Alexandra Popp vorher den Kopfball noch mal übt und dann reinläuft. Das ist ihre Stärke, aber es gab nur 3 Ecken. Ne? Man muss dann auch mehr Chancen kreieren und Situationen herbeiführen. Ja, 3 Ecken pro Halbzeit sind jetzt schon mal nicht so schlecht gegen die Französinnen, aber aus dem Spiel heraus kam nicht allzu viel aufs Tor. Das, was sie eigentlich schaffen wollten mit Flanken aus dem Halbfeld, auch Flanken von der Grundlinie, das ist leider nicht aufgegangen vom Plan. Wir haben gerade über die Klasse der Französinnen vor allen Dingen offensiv gesprochen. Bei den Toren werden wir es gleich nochmal sehen. Auch die deutsche Elf hat ihre Chancen, aber sie nutzt sie viel zu selten. Clara Bühl, einmal eine Einzelaktion, 30. Minute ungefähr. Das macht sie sehr gut, ne? Setzt sich da durch, aber der Abschluss ist halt dann nicht zielführend. Ja, ich glaube, sie hat sich in dem Moment noch nicht ganz entschieden, ob es eine Flanke oder ein Torschuss werden soll. Ich würde mir wünschen, dass so ein Ding einfach aufs Tor kommt und dann sind genug Leute im Strafraum, um vielleicht auf den zweiten Ball zu gehen. Ja, und da ist schon der Blick voraus. Horst Rubesch bringt 2 neue Spielerinnen. Muss er jetzt? Er muss was für die Offensive tun, deiner Meinung nach? Ja, er muss reagieren, er muss irgendwie umstellen. Er muss neue Ideen reinbringen, um überhaupt die Offensivsituation anzukurbeln. Und man sieht auch schon, dass er mit Sarah Debritz spricht. Sie ist vielleicht dann auch noch eine Option, die dann irgendwie im Laufe des Spiels reinkommt, um das Spiel zu verändern und vielleicht auch dann diese individuelle Klasse mal auf den Platz zu bringen. Ja, ich glaube, Lohmann und Brandt werden es jetzt erstmal sein, die reinkommen werden direkt zur zweiten Hälfte. Und dann werden wir weiterschauen, ob auch Sarah Debritz mit dabei ist. Wir schauen auf ein schönes Tor. Muss man einfach mal respektlos so anerkennen, auch wenn es für Frankreich gefallen ist. Das 1:0 nach einem Freistoß. Diani. Und die Kopfballabwehr leider genau vor die Füße. Ne? Und dann trifft sie den aber auch richtig schön. Ja, das ist richtig. Also hier sieht man nochmal die herausragende Direktabnahme von Diani. Den trifft sie perfekt mit dem besten Punkt. Und ja, es ist schade gewesen vorher beim
Kopfball. Also der Kopfball muss halt weiter nach außen geklärt werden. Man sagt immer am besten nicht in die Mitte klären, egal ob es als Torhüter, als Abwehrspieler ist. Es sind auch vier Deutsche mehr oder minder zum Ball gegangen und dadurch war dann im Rückraum die Besetzung nicht da, um den zweiten Abschluss zu verhindern. Stehen vier auf einem Punkt und wir haben vorher schon gesagt, mit einer Szene haben wir das beispielhaft angesprochen. Ballverluste sind ganz schlecht. Konteranfälligkeit bei der deutschen Mannschaft ist da und ein Ballverlust hat dann auch zum 2:0 geführt. Hegering verliert den Ball und dann geht's alles relativ schnell. Tolle Einzelaktion dann auch hier im Strafraum und dann gibt's halt, na klar, zu Recht den Elfmeter. Oberdorf zu spät, muss man nicht drüber diskutieren. Nein, muss man nicht drüber diskutieren. Klarer Elfmeter. Hier noch schade. Merle Frohms hat die Ecke, ist auch mit der Hand dran, ärgert sich unheimlich, dass sie den nicht rauskriegt. Aber er ist kraftvoll geschossen von Kashaoui und ja, leider geht er nicht an den Pfosten und raus, sondern ins Tornetz. Ja, man kann natürlich hadern damit, mit dieser Effektivität der Französinnen, aber man hat auch ein bisschen den Eindruck, obwohl es für die gar nicht um diese Olympia-Qualifikation geht, sind die trotzdem unfassbar zielstrebig. Le Sommer, die ist fast 35, wirft sich in jeden Ball, geht jedem Ball nach, holt den Ball vor dem Elfmeter. Die sind für mich ein bisschen engagierter. Sie sind ein bisschen griffiger, das ja, und sie sind auch in den entscheidenden Situation einfach einen Schritt voraus. So war es ja auch bei der Elfmetersituation. Georo hat genau im richtigen Moment noch den Ball zur Seite gezogen und Lena Oberdorf kam zu spät, hat sie umgehauen. Und das ist sinnbildlich für diese erste Halbzeit. Und ich hoffe, dass sie zur zweiten Halbzeit sich jetzt so aufraffen, dass sie dann diejenigen sind, die Deutschen, die einen Schritt schneller sind. Französinnen sind noch nicht da, deshalb können wir noch ein Sätzchen verlieren. 0-2 in Lyon bei der Kulisse. 30.000, immer zwischendurch mal wieder Allez le Bleu. Wie groß ist deine Hoffnung, dass die deutsche Elf das hier noch biegen kann? Also wenn sie jetzt gut ins Spiel reinkommen und ein schnelles Tor machen, kann sich das wirklich komplett drehen. Ich habe viele solche Spiele erlebt und man muss auch dazu sagen, dass die Französinnen wissen, die Deutschen geben niemals auf. Das ist etwas, was uns als Mentalität immer auszeichnet und deswegen kann auch so ein Tor die Französinnen daran erinnern. Zwei Kopfballtore von Alexandra Popp werden heute mal wieder nicht schlecht. Die würden helfen. So, am Stadionsprecher und an der Atmosphäre hören wir, französisches Team kommt jetzt auch zurück. Hervé Renard wird sicherlich wieder eine tolle Ansprache gehalten haben, musste gar nicht so emotional sein. Sie führen leider aus deutscher Sicht mit 2:0. Bernd Schmelzer übernimmt wieder. Weiter geht's mit der Frauennationalmannschaft im Ersten. Präsentiert von Google Pixel. Einfach spannende Fußballmomente im Ersten. Präsentiert von Ergo. Ja, schön. So, und wir sehen drei Wechsel bei der deutschen Nationalmannschaft. Es kommen Lohmann, Brandt und Debretz. Und rausgehen Hegering, Hut und Schüller. Wenn wir mal genau hinschauen jetzt in den nächsten Minuten, wie sich das dann neu sortiert, können Ihnen sagen, dass Sarah Debretz ganz am Ende erst angesprochen worden ist von Horst Rubisch, während sich Lohmann und Brandt schon während der gesamten Pause mehr oder weniger aufgewärmt und einsatzbereit gemacht haben, ist Sarah Debretz erst zuletzt angesprochen worden. Oberdorf geht jetzt hinten in die Viererkette. Das heißt, Debretz hat sich an die Seite von Nüsken orientiert. Komplette rechte Seite mal mehr oder weniger ausgetauscht aus deutscher Sicht. Lohmann an der Seite, so soll es zumindest wirken zunächst einmal von Popp und Brandt ganz rechts draußen. Alternative ist, muss man gleich mal ein bisschen schauen drauf, vielleicht wird es auch ein 4-2-3-1, müssen wir auch noch mal schauen aus diesem 4-4-2. Guerrero zunächst mal, Toto. Lohmann. Oberdorf. Nüsken.
Missverständnis mit Brandt. Julia Quinn. Gashawi, die das ganz cool gelöst hat beim Elfmeter. Brandt. Waren sich mal einen Moment lang nicht ganz einig, die Almeida und Lacar. Diani. Und jetzt muss Sarah Debrez den weiten Weg zurückgehen ins Laufduell. Direkt mit Diani brauchst du eigentlich nicht zu gehen. Der ist die zweite Siegerin, das ist klar. Ja, Toto. Fast jeder Angriff der Französinnen ist extrem gefährlich. Eugenie Le Sommer, 189. Länderspiel heute übrigens für sie, für die Französin. Bascha. Sehr frei. Bock-Party. Ja, Kathi Hendrich doch deutlich zu spät. Nächster Versuch von der anderen Seite. Debrez. Noch mal eine Ecke. Französinnen sind sofort da. Sarah Debrez, Heimspiel hier für sie. Mittlerweile ja bei Olympique Lyon unter Vertrag. Fast wie eine Ehrenrunde von Selma Bascha, wenn sie von der linken auf die rechte Seite herausläuft und da frenetisch gefeiert wird. Pauline Perrault-Magnin. Auch gebürtig hier in Lyon, mittlerweile bei Juventus Turin. Hendrich. Oberdorf. Hendrich. Bernd, habe ich was verpasst in den Katakomben? Verkackt ist gut. Verpasst? Nee, die hat drei Wechsel hast du verpasst. Ja, die habe ich schon vorausgesehen. Habe ich gesehen, dass sie sich fertig machen. Ich wollte dich erstmal ausatmen lassen, bis du hier oben bist. Im fünften Stock, liebe Zuschauer. Also es ist der Almeida der ARD heute ist auf jeden Fall Almut schuld. Was die hier rauf und runter für einen Meter macht, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Ja, bei Live-Sendungen ist auch der Fahrstuhl verboten. Man könnte ja stecken bleiben. Ja. Auch das ist natürlich ganz, ganz tief aus den ARD-Internas geplaudert. Katoto, der Almeida, da ist sie. Dein Laufdubel, Diani. Ach, Diani, stark. Kashawi. Jule Brandt, ich habe es gesagt, Sydney Lohmann, das ist
die rechte Seite mal ausgewechselt. Almut, ist es jetzt der Weisheit letzter Schluss? Ja, ich bin jetzt erst eine Minute hier, aber ich gucke mir das mal an, ob das hilft. Also ich sehe auf jeden Fall, dass Ina Oberdorf sich nach IV eingeordnet hat. Ja. Marina Hegering, da ging es anscheinend nicht weiter, schätzungsweise aufgrund ihrer Kopfverletzung. Ich hoffe auch nicht, dass die Kopfverletzung dazu geführt hat, dass vielleicht der Ballverlust vorm Elfmeter passiert ist, dass dadurch entweder ein paar Prozent gefehlt haben. Das wäre sehr, sehr schade. Ich wünsche ihr auf jeden Fall gute Besserung und hoffe, dass sie dann schnell wieder fit ist. Ja, Thema Kopfverletzung ist ein eigenes Thema, muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Lena Oberdorf hatte ja auch diese Problematik vergangenes Wochenende beim Spiel in Nürnberg. Ist auch vorzeitig vom Platz gegangen, das war dann nicht schlimmer. Gott sei Dank jetzt Marina Hegering, also wie gesagt, da drücken wir die Daumen. Ja, da ist doch die Balleroberung. Gwyn. Nüsken. Bühl, jetzt mal über rechts. Und da kommt Alexandra Popp gegen Peromagna. Auch guter Einsatz von Jule Brand, die den Ball da schön querlegt. Ja, die sich diesen Kopfball wirklich erkämpft. Da haben wir es gegen De Almeida. Ja, und den kehrt Alexandra Popp ins Aus. Schade. Was gibt es jetzt da einen Diskussionsbedarf? Er hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr darüber beschwert, dass sie keine Ecke bekommen hat jetzt. So wirkte es zumindest, Alexandra Popp. Aber es war eigentlich eindeutig. Also da, ja, da hätte sie eher den Freistoß in der ersten Halbzeit kriegen müssen. Ja, aber das ist leider vorbei. Neue Rolle, muss sie annehmen. Sarah Debritz, eigentlich lange, lange Zeit Stammspielerin gesetzt bei der deutschen Mannschaft. Jetzt hat Horst Rubisch ein bisschen anders gemacht, hat gesagt, ja, ich probiere es mal mit Nüsken. Hat eigentlich gut geklappt. Und sie muss schauen, dass sie da wieder irgendwie reinkommt. Lohmann. Brand. Brand gegen De Almeida. Dann ist Eckball. Das hatten wir erhofft. Mehr Eckbälle, mehr Standardsituation. Ja, war nicht draußen, absolut richtig. Diani. Wieder Clara Bühl. Auf Gwyn. Die Schiedsrichter waren sich gerade nicht einig, ob das eine Ecke ist oder nicht. Es hat ganz schön lange gedauert, bis die Entscheidung da war. Aber es ist die richtige. Ja. Die Schulter von Henri klärt zur Ecke. Ansonsten wäre der Kopfball von Gwyn aufs Tor gekommen. Und Deutschland bleibt auch immer noch jetzt bei der fünften Ecke bei der gleichen Variante. Gleiche taktische Aufstellung. Aber sie muss ja auch nur einmal klappen, dann haben wir den Anschlusstreffer. Dann ist egal, ob sie es fünfmal, achtmal oder zehnmal machen. Hauptsache, es geht einmal rein. So, nochmal Clara Bühl. Wo kommt er jetzt hin? Jetzt ein bisschen zentraler. Aber das Beeindruckende bei Clara Bühl, die spielt die Ecken von links und von rechts zum Tor. Egal, ob es der linke oder der rechte Fuß ist. Also, dass sie so beidfüßig ist, ist herausragend. Das ist eine richtige Qualität. Und hier Sydney Lohmann kriegt den Kopfball leider nicht richtig gedrückt aufs Tor. Sonst wäre es gefährlicher geworden.
Da haben wir sie wieder. Sydney Lohmann. Oberdorf. Hendrich. Französinnen stehen deutlich tiefer jetzt natürlich, warten auf ihren Moment, auf einen Fehlpass, so wie auf diesen von Lena Oberdorf. Diani, unglaublich wuselig, mal rechts, mal links, mal zentral, kaum zu halten. Lohmann ja auch eine technisch gute Spielerin, eine, die auch eine gewisse körperliche Präsenz mitbringt, sich durchsetzen kann. Also all das will Horst Rubisch jetzt natürlich sehen in den nächsten Minuten. Es muss schnell was passieren, wie du gesagt hast. Debritz. Guter Seitenwechsel. Der Almeida gegen Brandt. Brandt nochmal. Bock-Party. Oberdorf. Linda. Juli ist auf die andere Seite gegangen. Jule Brandt mal drüben jetzt auf der rechten französischen Defensivseite, soll da der Almeida offensichtlich mal ein bisschen mehr beschäftigen noch mit ihrem Tempo. Debritz. Linda. Kommen jetzt mehr Flanken, ne? Aus dem Halbfeld auch raus ist das, was wir ja auch schon angesprochen haben, was du auch gesagt hast. Da ist zu wenig passiert. Kopfballstärke, ablegen, all das, was man sich vorgenommen hatte. Nichts gesehen. Erste Hälfte. Quinn. So, jetzt geh mal rein weiter, in die Box. Genau. Ja, da war sie selber überrascht, dass sie so viel Platz hat. Kann sie noch mal ein kleines bisschen mehr Tempo aufnehmen und mit Zug und Mut reingehen in die Box. Aber sie kommen jetzt in die Situation, dass sie flanken können, dass sie in den Strafraum eindringen. Und das müssen sie sich zunutze machen. Ich finde, gerade in dieser ersten Viertelstunde hat man gesehen, Sydney Lohmann ist sehr schnell reingekommen, ist sehr gut drin, sofort da. Ist immer eine Spielerin, die ein Spiel beleben kann. Hat sie auch bei der EM, genauso bei der WM gezeigt. Hat nur leider immer mal mit muskulären Problemen oder kleinen Verletzungen zu kämpfen. Apropos kämpfen, Kertoto. Okay, rausgeholt. Clever. Sehr, sehr clever. Ein und andere Mal war er nicht bei der WM dabei. Marie-Antoinette Kertoto, Knieverletzung, da gefehlt. 8 Tore schon in der laufenden Saison in der französischen Liga. Sehr, sehr gefährliche Angreiferin. 33 Länderspiele, 27 Tore. Das ist eine Almut-OK-Quote. Kann man so machen. Löser mehr. Romagna.
halbe Stunde noch. 0-2. Sie sehen es, liebe Zuschauer. Momentan ist Paris ganz, ganz weit weg für die deutsche Mannschaft. Olympia. Muss sehr, sehr schnell gehen. Horst Rubisch, der spricht immer so leidenschaftlich, so begeisternd von diesem olympischen Turnier, von diesem Geist, was man da alles erlebt. Vier hat er ja in der Mannschaft, die da schon mal dabei waren, 2016. Eine sitzt neben mir, ist die fünfte. Schon nicht so schlecht, ne, in so eine olympische Kantine zu kommen, Albot, und da mal alle Weltklasse-Sportlerinnen und Sportler zu treffen, die so mal ein Brötchen holen, neben einem stehen. Ja, auch wie viele Nationen, wie viele Kulturen aufeinandertreffen. So eine Mensa ist groß wie eine Messehalle, 24/7 geöffnet. Das ist auch unvorstellbar. Man kann Tag und Nacht essen, man kann alles seinem Trainingsrhythmus anpassen. Und Begegnungen finden da statt, die kann man versuchen zu beschreiben, aber eigentlich muss man sie erleben. Apropos 24/7, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Überleitung passt nicht ganz, aber die ist vielleicht so halbwegs gelungen. Die ARD-Mediathek ist so auch geöffnet, 24/7 für Sie. Da haben wir eine wunderbare Doku. Almut Schuld hat sie schon gesehen, ich natürlich auch. Der erste Homosexualität im Profifußball, auch um 23.30 Uhr heute noch hier in der ARD. Doku schauen wir wahnsinnig gerne, Almut, du auch, das weiß ich, bist absoluter Doku-Fan. Und deswegen können wir Ihnen das auch sehr, sehr ans Herz legen, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt schon sagen, nee, das schaffe ich heute um 23.30 Uhr nicht in der ARD-Mediathek, sehen Sie es ja auch. Oder morgen gleich zum Frühstück. Oder morgen gleich zum Frühstück, aber das ist dann wieder Wintersport im Ersten, da geht es ja auch nicht. Das stimmt, aber am Wochenende wird man noch einen Zeitpunkt finden. Es wird sich eine Möglichkeit finden für Sie. Nüsken. Sofort bei der Ballannahme, zwei Französinnen da. Ganz schwer das Spiel so zu gestalten, wie sie es vielleicht möchte, wie es gedacht war. Brandt. Idee gut. Abschluss ausbaufähig. Lackerer. Gibt es so einen paar Fehler bei den Französinnen, die wir beobachten können. Das deutet darauf hin, dass sich für die deutsche Mannschaft vielleicht mal eine Chance ergibt. Hätte hier ein, zwei andere Optionen gehabt. Ja, Sidney Lohmann und auch Clara Bühl in Position gelaufen. Jule Brandt entscheidet sich für einen Abschluss. Kann man auch mal machen, aber wenn zwei tief laufen, ja. Aber es ist die nächste Ecke. Und es war zumindest mal der Mut von Jule Brandt da. Da geht aber Henri mit den Händen hin. Also ja. Sollte es hier nicht auch ein VAR geben? Eigentlich sollte es ein VAR geben. Eigentlich. Der Romagna wieder mal. Irgendwohin, Oberdorf liegt da noch im Strafraum. Das war wirklich unglücklich. Also entweder unterbrichst du gleich wegen einer Kopfverletzung, aber dann kannst du nicht noch so lange weiterlaufen lassen. Das schauen wir noch mal.
Perrault Magnin wieder mal daneben gegriffen. Und jetzt Achtung, Oberdorf hier, ja, Hinterkopf. Gattuto. Ich hoffe, dass da jetzt nichts ist bei ihr, weil das wäre jetzt wirklich, schaut da gerade noch mal ganz genau runter, was da passiert gerade bei Elena Oberdorf. Hatten ja das Wochenende angesprochen, dieser kleine Zwischenfall in Nürnberg. Aber ich würde eigentlich gerne noch mal auf das Thema Handspiel Henri hinweisen. Also ich verstehe nicht, warum der VAR das nicht mal überprüft hat. Weil sie hat beide Hände oben natürlich irgendwie vor dem Brustkorb, aber dass man mit den Händen so mehr oder minder aktiv hingeht und zur Ecke ablenkt, würde ich jetzt auch mal überprüfen wollen. Lassen würden. Ja, lassen wollen würden. scheint Lena Oberdorf eine blutende Nase zu haben. Suke Nüsken hat sich jetzt für sie in die Innenverteidigung eingefügt, um erstmal da zu überbrücken. Und Horst Rubesch fordert eine Antwort, ob sie weiterspielen kann oder nicht. Es herrscht da unten jetzt zunächst mal so eine ganz kleine gewisse Ratlosigkeit. Ich glaube nicht, dass sie freiwillig runtergehen wird, Lena Oberdorf. Zeigt auch schon wieder an, es geht. Aber die medizinische Abteilung schaut ihr noch mal genau in die Augen auf der einen Seite und natürlich auch auf die Nase. Ja, die vierte Offizielle hat gesagt, es ist noch Blut dran, sie darf noch nicht rein. Bascha! Guter Schuss. Ein bisschen geflattert dabei, ne? Merle Frohm ist auch fast überrascht. Aber glücklicherweise ist eine Deutsche da, um ihn aus der Gefahrenzone zu befördern. Gero. Diani. Lacra. Bogbati. Bascha. Und jetzt hat sie den Platz denn. Super hinterlaufen von Kashawi. Die haben einfach mal die Positionen getauscht, die beiden. Bascha und Kashawi. Kashawi. Und Henrich klärt. Haben sie völlig aufgemacht da hinten, die Seite. Ja, dadurch, dass Gwynn vorgerückt ist und Bühl ist so nicht richtig entschlossen, soll ich jetzt hingehen zum Helfen oder soll ich hinten absichern, und dadurch ist der Raum auf. Und so clever sind die beiden dann auf der Seite, dass sie das dann nutzen und Kashawi einsetzen. Hat man gesehen, wie universell, oder wie man so auf Neudeutsch sagt, wie polyvalent Bascha einsetzbar ist, die ja mal vorne spielt, auch schon hinten defensiv gespielt hat. Kopfball kann sie auch, Lacra. Nach so einer Viertelstunde, in der man den Eindruck hatte, die Französinnen gehen es sehr gemächlich an, haben sie zuletzt wieder das Tempo angezogen. Er wäre nah. Der zweite Trainer, der Männer und Frauen bei einer Weltmeisterschaft betreut hat. Nach John Hurtman. Horst Rubesch würde es gerne schaffen, der Erste zu sein, der Männer und Frauen bei Olympia coacht.
Bühl. Gut gesehen. Gut gesehen. Pop. Ach. Lohmann. Zweiter Anlauf. Debritz. Heieiei, die greift aber auch daneben. Perrault-Manier. Ja, das müssen wir ausnutzen. Das dritte Mal. Nüsken. Lohmann. Hopp. Nicht zu halten. Rechtzeitig die Hände weggenommen. Diani kaum zu halten. Le Sommer. Außen kommt schon wieder Bascha. Bissal abgetaucht in den letzten Minuten. Was wir auch noch mal hervorheben müssen. Almut, ist, glaube ich, die Laufleistung der Französinnen auf den Außenpositionen. Das ist genau das, was wir uns, also dass die deutsche Mannschaft sich vorgenommen hatte. Das zeigen die hier in Perfektion. Also kommen sehr schnell in Ordnung und das nicht nur auf Außen, sondern auch um das Zentrum zuzumachen. Jetzt Jule Brandt. Sehen wir noch mal den guten Umschaltmoment der deutschen Mannschaft mit dem Lattenkracher von Alexandra Popp. Fast aus dem Stand. So, nächste Ecke, Murphy's Law. Stehen wieder wie vorhin. Ich weiß nicht, warum es keine erneute Ecke gibt. Ja, man sieht, dass die Torhüterin dran ist. Kollegen des französischen Fernsehens zeigen uns, sie sehen auch gar nicht mehr großartig, damit man sich so ein bisschen unter den Tisch kehrt, hat man das Gefühl. Aber da waren jetzt mehrere enge Situationen, wo das Schiedsrichterteam nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, meiner Ansicht nach. Nicht präzise genug von Sarah Linder. Passgenauigkeit geht ja jetzt auch verloren. Viertelstunde noch. Hoch geht dein Tipp nicht mehr auf. Almut, muss ich dir leider sagen jetzt. Hendrich mit Oberdorf. Lohmann. Debritz. Richtig, mein Abschluss. Kann sie ja. Sarah Debritz. Französinnen wechseln jetzt. Ascha geht raus. Cascarino kommt. Toletti kommt. Le Sommer geht raus. Delfin Cascarino, Kreuzbandriss gehabt. Auch eine hier von Olympique und Le Sommer.
Giro jetzt die Kapitänin Eugenie Le Sommer. 189. Länderspiel. Es war ein sehr gutes, Almut. War ein sehr gutes. Auffällig. Gute Laufleistung. Spielwitz. Einzelne individuelle klasse Momente gehabt. An gefährlichen Situationen beteiligt. Top. Es ist mir bis heute ein Rätsel, welchen Streit sie mit der ehemaligen Nationaltrainerin, mit Corinne Jacquet hatte, die sie ja nicht mehr berücksichtigt hat. Egal. Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Wenn du es nicht weißt, wer dann? Nein, war kein Foul an Kershawi. Er ist natürlich auch einer der Publikumslieblinge hier. Linda. Zauberei Linda. Toller Ball von Sarah Linda, dass sie den fast um die Abwehrspielerin rumkriegt. Auf den zweiten Pfosten. Sydney Lohmann wäre da gewesen. Nur noch mit einer den letzten Fußspitze von Lacroix zur Ecke geklärt. Ja, die fünf sind jetzt ein bisschen zentraler reingerückt. Die haben sich nicht mehr da ganz hinten verschanzt. Und monieren Handspiel, die Deutschen. Oberdorf. Also Oberdorf, da ist, die ist jetzt ganz körpermalträtiert. Wieder erwischt. Schauen wir nochmal. Ja. Henri. Henri das zweite Mal mit der Hand. Und sie guckt es sich an. Aha, der VAR ist wirklich da. Oder die VAR in dem Fall. Es ist nämlich Katalin Kulcsár aus Ungarn. Sie hat ihr einen Hinweis gegeben. 80. Minute. Ja, aber diesmal war, glaube ich, keine deutsche Spielerin dran. Oberdorf verpasst den Ball und damit ist es nicht aus kurzer Entfernung irgendwie, sondern Hand. Die Hand hat dann da nichts zu suchen. Nee, der Arm geht. Das muss ein Elfmeter sein. Ja, Arm geht auch raus eher als ran. Also sie tut ihn eher raus, finde ich, als sie ihn wegzieht. Esther Staubli mit Schweizer Präzision müsste sie eigentlich jetzt, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sagen, das ist ein strafbares Handspiel. Wir haben mit Julia Gwynne eine sehr sichere Schützin. Das könnte dem Spiel eine Wendung geben. Nochmal anschauen. Ja, also das hier ist jetzt alles klar. Also natürlich versucht sie nach dem Kontakt den Arm wegzuziehen, aber der Kontakt ist da und der Kontakt ist weit weg vom Körper. Und es ist auch nicht Lena Oberdorf vorher dran, dass man sagt, er ist abgefälscht. Ja, kommt nicht aus kurzer Distanz, kann sie nichts machen, muss Elfmeter geben. Ja, Elfmeter. Das hat sie richtig entschieden. Handspiel. Amandine Henry. Was hier nicht bei der WM gewesen. Wadenverletzung gefehlt. Pauline Perrault-Magnin. Sichere Schützin, sagt Almut Schuld, Julia Gwynne.
schaut da gar nicht hin auf diese ganzen Mätzchen. Julia Quinn, jawohl! Ganz sicher verwandelt, sehr cool geblieben, die Nerven behalten. Julia Quinn, Anschlusstreffer für die deutsche Mannschaft und es sind noch 8 Minuten plus Nachspielzeit. Der war satt getroffen, da ist nichts zu machen. Schön unter die Querstange mit Wucht. Und jetzt sind wir wirklich mal gespannt. Sidney Lohmann ist stocksauer, ob der Mätzchen, der Torhüterin da unten natürlich, aber das gehört mit zum Geschäft. Sie kann jetzt die Antwort geben. Nämlich die nächste Torchance kreieren und hoffentlich den Ausgleich machen. Win. Super. Brand. Da ist Platz. Es ist nicht präzise. Cascarino. Auch ein bisschen sehr leichtfertig weggegeben. Gero. Das Stadion springt fast auf hier. Schauen wir auch gleich noch mal genau hin. Ich glaube, es war aber zu wenig für einen Elfmeter. Katoto, die da sehr spektakulär auch gefallen ist. Duell mit Oberdorf. Ist aber auch recht schnell wieder aufgestanden, ohne sich groß zu beschweren. Sidney Lohmann, Amandine Henry mit dem harten körperlichen Einsatz. Geht es hier möglicherweise in die Verlängerung? Auch das droht ja, müssen wir noch mal sagen. Also es muss auf jeden Fall eine Entscheidung heute hier fallen, ist logisch. Horst Rubisch und seine Mannschaft gut 5 Minuten plus Nachspielzeit bleiben. Er war nicht gut, der Freistoß. Und wenn es in die Verlängerung geht, dann verschiebt sich natürlich auch das nachfolgende Programm, liebe Zuschauer, um mindestens eine halbe Stunde, kann ich noch sagen. Wir haben noch Fußball hier im Programm, das Parallelspiel natürlich, Spanien gegen die Niederlande. Das wollen wir Ihnen noch auflösen nach Ende dieser Partie. Dazu Holstein Kiel gegen St. Pauli, das ist auch ein Kracher aus der zweiten Liga. Und wen Wiesbaden gegen den SC Paderborn. Das alles im Nachlauf dieser Partie. Wann auch immer. Debrez. Hart eingestiegen von Toletti. Hier. Jetzt übernimmt Alexandra Popp höchst selbst. Dann sieht es eher so aus, ob sie den aufs Tor schießt. Ansonsten würde sie ja in den Strafraum gehen, um als Zielspielerin zu agieren. Und man sieht auch, dass die Deutschen sich neben der französischen Mauer als Sichtschutz aufstellen. Das Piron-Magnin es schwerer hat. Wir müssen bloß aufpassen, dass sie da nicht im Abseits stehen. Das wäre ärgerlich. Ja. Das wäre dann der Trick in die falsche Richtung. Pop. Bühl. Pop. Oh ja. Gute Idee. Ah, so ganz leicht abgefälscht, glaube ich.
bisschen schwimmen die Französinnen jetzt doch noch. Der lange Zeit hier anders ausgesehen. Alexandra Popp. Linda. Brandt. Ja, hat jetzt ein, zwei unglückliche Aktionen gehabt. Der Almeida haben wir lange nicht mehr gesehen. Henri. Die ballsicheren Französinnen jetzt lassen den Ball zirkulieren. DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist übrigens da, habe ich gesehen. Du auch? Ja, auch Rettich ist hier. Sigi Dietrich habe ich auch wieder gesehen übrigens. Ja, ist auch mal wieder der gezeigt. Ist auch im Stadion, das stimmt. Ja. Lange Zeit nicht mehr dabei gewesen. Auszeit genommen, bin mal gespannt, wann und wo wir ihn wieder sehen werden. Ich glaube, so ganz ohne Frauenfußball kann er nicht. Ja, das steckt, glaube ich, einfach in seiner DNA drin, dass er mit dabei sein muss. Ehemaliger Manager des FFC Frankfurt, Ligasprecher Sigi Dietrich. Also der inhaliert wieder ein bisschen Fußballatmosphäre hier im Stadion. Die ist ja sehr angenehm. Ja, gute Stimmung, über 30.000 Zuschauer, gute Kulisse für das Spiel. Französinnen haben es nicht sehr eilig. Nächste gelbe Karte. Ja, Spielverzögerung, glaube ich, die Almeida. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viel dann nachgespielt wird letztendlich, weil allein dieser Freistoß hat jetzt fast 2 Minuten gedauert, bis er mal irgendwie ausgeführt wurde. Einwurf. Ekliges Ding. Ja. Oh ja. Fällt genau auf die Latte drauf. Ist gut, dass sie da noch mit den Fingerspitzen rankommt und ihn rüber tippt, dass er nicht zurück ins Feld reinspringt. Kashawi, Esther Staubli, will ich sagen, sie motiviert sie etwas schneller zu gehen. Sie hat sie fast ein bisschen angeblafft. 5 Minuten gibt es Nachspielzeit. Das ist gar nicht so viel. Könnte für ein Tor reichen. Cascarino. Das kennen wir ja da draußen jetzt. Und jetzt muss man sich schnell befreien, dass sie sich da hinten nicht in dieser Ecke einigeln können, die Französinnen. Quinn. Noch Freistoß. Ja, wollte ich gerade sagen. Sie hat jetzt auf Freistoß angezeigt. Esther Staubli. Ja, Kathi Hendrich hat einen abgekriegt. Die Deutschen hätten, glaube ich, lieber weitergespielt. Schnell mit einem Wurf, aber sei es drum. Oberdorf. Katoto, die Einzige, die da vorne noch so ein bisschen anläuft. Da darf er nicht hin. Nein. Hektisch. Unsere Zielspielerin noch vorne mit Alexandra Popp entweder dahin oder eine gute Idee haben, dass jemand anderes frei ist und den Ball auch wirklich annehmen kann. Nochmal gewechselt, sicherlich gleich. Baltimore. Aber Pierrot Magne schenkt den Ball zurück. So, Baltimore darf noch mal rein. Diani geht raus. Auch das bringt noch mal ein paar Sekunden. Diani schreitet. Eskortiert von Esther Staubli. Also das ist schon sehr strange. Also,
ganz starke Leistung auch in diesem Fall von Diani, die wirklich permanent dafür Unruhe gesorgt hat. Ja. So, Almuth verabschiedet sich schon mal Richtung Klaus runter. Darf ja nicht mit dem Aufzug, haben Sie gehört. Das sind die ARD-Vorschriften, muss die Treppe runtergehen vom fünften Stock. Und, oh, jetzt hat sie fast umgedreht oben, Almuth. Da waren wir ja ganz nah dran an der Verlängerung. Da muss sie wieder rauf hier. Das ist ja alles Wahnsinn. Sehr guter Abschluss von Jule Brandt. In der dritten Minute der Nachspielzeit. Per Romagna, was sind das für Abstöße? Also das ist Wahnsinn für eine Nationaltorhüterin. Stell sich da mal vor, dass durch so einen Abstoß eventuell noch hier so eine Unruhe aufkommt. Völlig unnötig aus Sicht der Französinnen. Gut natürlich für die deutsche Mannschaft. Linda. Gegen Cascarino, festgelaufen. Super nachgearbeitet von Brandt. Nochmal Nüsken, nochmal Brandt. Ja, schade, dass die deutsche Mannschaft so spät erst diesen Mut entdeckt hat. Horst Rubesch hält da unten nichts mehr, Verena natürlich auch nicht. Oberdorf. Bockparty köpft alles weg da hinten. Irgendein zweiter Ball, vielleicht auch ein dritter oder ein vierter, egal welcher. Nochmal rein in den Strafraum. Gwin. Und Nüsken nochmal. Sind die besten Spielzüge der deutschen Mannschaft jetzt in der Schlussphase dieser Partie. Nachspielzeit ist rum. Per Romagna. Renard, Sieg in der Nations League, das hat er ausgegeben. Das ist das Ziel für sein Team hier. Ganz egal, ob man qualifiziert ist für Olympia oder nicht. Esther Staubli hat noch kein Interesse bekundet, hier abzupfeifen. Hat hier alles zu lange gedauert. Jetzt ist es passiert. Deutschland hat Matchball Nummer 1 nicht verwandeln können. Zum Glück. Einfach spannende Fußballmomente im Ersten. Präsentiert von ERGO. Das war die Frauennationalmannschaft im Ersten. Präsentiert von Google Pixel. Zum Glück gibt es ja noch einen zweiten im Spiel um Platz 3 für das deutsche Team. Diani, Kaschaui per Elfmeter, Gwin per Elfmeter, das die Torschützinnen in dieser Partie, die phasenweise ein bisschen wild war, müssen wir, glaube ich, noch mal so festhalten. Die deutsche Mannschaft ist nicht hundertprozentig in den Spielfluss gekommen, den sich die Mannschaft vorgenommen hatte, hat teilweise wenig nur umsetzen können von dem, wie so die Vorgaben, die Ideen insgesamt waren, gerade in der ersten Halbzeit. Starkes Finish hat am Ende dann nicht gereicht gegen eine sehr clevere, sehr abgezockte französische Mannschaft, die vor allen Dingen offensiv, ja, aber das wussten wir im Vorfeld alle,
Es ist immer wieder betont worden, große Qualitäten hat und die auch heute gegen die deutsche Mannschaft endlich mal in einem wichtigen Spiel für die Französinnen, wenn es auch hier um keine Punkte ging, auf den Platz gebracht hat. Also psychologisch ein wichtiger Sieg für die Französinnen. Das deutsche Team auf der anderen Seite hat ja noch die Möglichkeit, sich für Olympia zu qualifizieren. Wie gesagt, im Spiel um Platz 3 in der Nations League. Die Französinnen stehen im Finale. So, ich hoffe, Almut hat es geschafft, ist nicht völlig außer Atem. Ich schaue mal runter, ich sehe sie bei Klaus, deswegen kann ich sagen, bitte ihr zwei, übernehmen. Ja, danke Bernd. Signalfarbe ist ja auch nicht zu übersehen, aber Respekt, dass du das so schnell runtergeschafft hast hierher. Sie ist immer noch sportlich, arbeitet an ihrem Comeback, reden wir vielleicht nachher noch drüber. Jetzt reden wir über dieses deutsche Team, das meines Erachtens zu spät aufgewacht ist, komischerweise. Ne? Warum ging all das, was wir in den zweiten 45 Minuten gesehen haben, in der ersten Hälfte nicht, fragt man sich. Ja, aber auch in der zweiten Hälfte war, glaube ich, noch nicht das auf dem Platz, was sie sich erhofft hatten oder gewünscht hatten, was sie gerne gesehen hätten. Man hat teilweise die Spiele, die aufblitzen sehen, aber auch die Französinnen sind immer wieder gefährlich geworden, hatten gute Aktionen. Und ich denke auch, dass man aus der Anzahl der Standards, an den Anzahl